Hallo YouTube, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Farm am Montagabend, unsere kleine Alpenfarm. Ja, der Kevin ist mit dabei, der Sepp und der Michi, die sind auch mit dabei. Und ja, wir haben unsere neue Lieferung an Maschinen bekommen. Also hier steht schon mal ein 7R, beziehungsweise ist ein Leihgerät momentan. Da haben wir dann auch noch einen... zwei neue Hänger gekriegt. Wo stehen die eigentlich? Ja, aber da sollte der hier nicht nach unten. Wir nur noch die Bordwände abnehmen als Ballenwagen. Ja gut, aber die beiden anderen Hänger sollten ja schon hier oben bleiben, ne? Ja, wir haben unten eine Durchfahrtshalle. Wieso haben wir unten eine Durchfahrtshalle? Weil wir unten eine Durchfahrtshalle haben. Moment. Seit wann haben wir unten eine Durchfahrtshalle? Seitdem sie da steht. Junge, du machst mich fertig. Ach, du meinst da? Ja, ja, ist gut, komm. Ja, ja, wir haben eine Ballenpresse, wir haben noch einen Aufsatz für unseren Windtruck jetzt dabei. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was anliegt, ne? Ich weiß nicht, ob unten... der Nachbarsjunge schon fertig ist mit Flügen. Ich habe noch nichts gehört, aber ich glaube, das sieht so aus, der muss noch ein bisschen. Was brauchen wir denn? Wo bist denn du jetzt schon wieder? Hinter dir. Vor dir. Nee, bist du nicht. Da, jetzt bist du da. So. Wie sieht's denn hier aus? Glaube ich, so wie es aussieht. Ja, mal, wir gucken mal ins Tablet. Mal gucken. Ja, unsere Hühner, das Ding geht's auch gut. Ja. Die müssen wir mal ein bisschen ausreiten hier, ne? Den Günther und die Elfriede. Okay. Aber dann sonst alles tutti, super. Ja, wir müssen auch wieder mal Wiese mähen, ne? Ja, aber die ist noch nicht ganz reif. Die ist noch nicht ganz reif. Gut, pass auf. Ich gehe jetzt mal ins Haus. Ah ja, und hier, ein Rigi-Truck. Was ist eigentlich mit der Ladestation? Was von der Ladestation? Ja, für deinen Trecker. Oh, ich glaube, die müssen wir noch bestellen. Ja, dann müssen wir das nochmal noch machen hier, du. Okay, so, ich bestelle, ich guck mal nach dem Land. Ja, helfen wir mal kurz die Bordwände hier abnehmen. Moment, Moment, Moment. So, konfigurieren. Dann wollen wir den mal. Hast du sie ab? Ja. Habe ich. Oh, hast du zugenommen? Ja. Finde ich am schönsten. Hätten jetzt anders genommen, aber können wir so auch machen. Wieso? Was hättest du denn gemacht? Weil da gibt es nämlich eine Ausführung, wo wir die nämlich so. Ja, aber jetzt hast du doch die Bordwände dran. Ja, macht's ab. Ach so, ja, okay. Können wir auch machen. Machen wir so mal runter, das Ding. Jo. So. So, dann gehen wir mal an den Computer. So, einmal dahin, einmal dahin. Na? Okay, so. Kevin? Jo. Was waren das nochmal? Die 7 und die? Nee, ich glaube die 1 und die 3. Ach, die 1 und die 3 waren es, genau. So, okay, haben wir. Ja. Haben wir die Rechnung denn schon für die Fahrzeuge gekriegt? Ja, hast du eine E-Mail gekriegt wegen Führerschein? Ja, habe ich auch gekriegt hier. Und wann? Heute oder morgen? In 2 Stunden. Oh, okay. Da fahren wir dann nach Felsbrunnen rüber. Dort findet die Prüfung statt.
Und dann geht's ab die Post zu deiner Führerscheinprüfung. Ne? Ja, da gibt es auch noch einen Fahrlehrer. Den kennst du sogar. So, wo bist du denn jetzt? Okay. So, was müssen wir denn dann jetzt machen? Lass uns mal gucken. Also. Ja, die neue Wiese auf jeden Fall mähen. Wir müssen ansehen, ne? Ja, du brauchst mich nicht. Ach so, runterfahren, den anderen Trecker hochholen. Ja. Und dann fahre ich mit dem 7er runter mit der Sämaschine. Jo. Ja, pass auf. Lass uns das mal so machen. Wir fahren jetzt mal runter. Ich löse den jetzt ab, dann kann der Ende machen. Dann mache ich den letzten Rest noch. Und danach gehst du dann, komme ich dann hochgefahren. Ja. Ja? Vielleicht kann man ja Nachbarsjunge auch schon auch noch beschäftigen mit dem Ansehen hier in der Zeit, wo wir einen Führerschein machen. Das Oder? können wir dann auch mal gucken, ja. Genau, Pass ja. auf, ich fahre dir mal an der Seite jetzt hier ein bisschen noch. Warum musst du mir mit der Knattermühle auf den Sack gehen? Ja, komm, fahr. So. Ich muss mal kurz den Sepp anrufen. So. Dann rufen wir mal den Sepp an. Hi, Sepp. Du, ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Hast du die auch gekriegt? Nee. Vom Kanton für den Kevin. Zwecks seiner Fahrprüfung. In 2 Stunden in Velsbrunn. Hast du noch keine gekriegt? Weil, wolltest du das dann hier machen? Ja, weil die haben nämlich gesagt, dass du der Fahrlehrer bist. Der Prüfer. Ja. Ja, pass auf, dann würde ich doch sagen, dann machen wir das so, dann klär das mal ab. Kevin, was machst du hier? Fahr mal vorsichtig. Ja, gut, dann quatsch mal nachher, sag Bescheid, wenn du es geklärt hast, ja? Alles klar, danke, ciao. Ja, Kevin ist gut, komm, passt. Oh, Kevin, du hast ja wahrscheinlich Schwein. Deine Fahrprüfung findet wahrscheinlich hier statt. Okay. Sag dir mal, ja, dann kannst du ja eigentlich weitermachen, dann brauchen wir den gar nicht mehr hier lassen, ne? Nee. Ich mache das jetzt hier zu Ende und dann komme ich hoch und mache weiter mit dem Ansehen. Ja, dann brauchen wir, dann sagt das Nachbarsjunge nach Hause gehen kann. Habe ich schon. Okay, also gut gemacht. Ich weiß. Aber dann fahr hoch und dann mach du oben weiter, ne? Ja, ich muss noch spritzen. Jo, alles klar. Dann kannst ja schon mal mit der Wiese dann anfangen. Jo. Und lass die Finger vom 7er. Jo.
Ruft mich dann der Fahrlehrer an? Ja, der Sepp Röhr ruft mich an. Das ist Ach, nämlich Sepp? dein Fahrprüfer. Sepp macht das. Ja. Jetzt wird der kleine Elektro-Truck gleich mal richtig ausgenutzt. Was machst du denn jetzt? Schützen. Okay. Das Gewicht an dem 7er brauchst du ja nicht, ne? Nö. Okay. Oh, das passt aber ganz gut. Ja. Ja. Schön. Hinten die Spritze, vorne das Gewicht. Ist auch nirgendwo zu leicht. Das hört sich gut an. So, müssen wir hier noch düngen oder kalken? Ansehen, düngen, spritzen. Ja gut, eine Düngestufe haben wir ja gleich schon eh mit drauf, ne? So. Mit der Sämaschine. Hat keine Düngefunktion. Felder steht. Ja, nee, die hat nur die Horsch 9DC. Okay. Dann sollten wir vielleicht erst düngen. Also spritzen geht noch nicht. Nee, spritzen geht noch nicht, aber düngen können wir ja jetzt hier unten als erstes. Dann würde ich runterfahren mit dem Düngerstreuer. Ja, dann düng du hier, ich komme jetzt hochgefahren. Jo. Wenn ich wüsste, dass der Riri-Tag schon so viel Arbeit macht, hätte man den vielleicht mit dem GPS nehmen sollen. Tja, müssen wir dann nachrüsten. Ja, wenn ich Dings mache, dann darf ich ja den Großen fahren. Den 7er, da lässt du die Finger von, das ist meiner. Ja, und Fendt. Ja. Und fahr vernünftig nachher. Jojo. Wird man hinkriegen. So. Wärst du wohl auf der richtigen Seite? Mach ich schon. Da sind die Kurven ein bisschen geschnitten. Und du kannst auch den Flug einklappen, ne? Kann ich, will ich aber nicht. So. Hab ich gemerkt. So, dahin.
Und dann schnappen wir uns mal das Schütze, schicke Schätzchen hier. Auf geht's. Und bist du schon bei? Ich bin jetzt gleich da. Bin jetzt noch im letzten Kreisverkehr unten. Okay. So. Klappt der denn jetzt? Warum klappt der denn nicht aus? Ah, jetzt. Kevin, was soll denn hier drauf? Weil Mach Weizen doch mal haben was wir Helles. oben, wir brauchen ja mal was anderes wieder. Ja, mach doch mal Raps oder Sojabohnen. Machen wir Sojabohnen, komm. Sojabohnen hört sich gut an. Jo. Gut. Gedüngt haben wir alles. Müssen nur noch dann die zwei Felder gespritzt werden. Jo, alles klar. Ach, hör mal, guck mal, der Nachbarsjunge, der fragt, ob er säen darf. Ich Soll lasse er ihn mal machen? machen, ne? Jo. Kannst du mich dann abholen, bitte? Mache ich.
Ich gehe mal rüber zu den Jungs, mal gucken, wo die, was die machen da. War ich so, Sepp? Ja. Genau. Hallo. Hallo, was? Hallo? Ach, da. Hallo. Oh, hi. Na, ich wollte mal gucken, was ihr treibt. Der Nachbar Oh. ist Junge, der ist bei uns jetzt am Säen Wir und ja. sind am Gucken, wo wir unseren ganzen Plunder unterstellen können, weil wir eindeutig zu wenig Platz haben. Ja, ihr habt doch hier schon eine Riesenhalle. Nützt aber nichts, wenn da kein Platz drin ist. Da ist noch Platz drin. Hier ist kein Platz, ist ja Werkstatt. Kann ja nicht alles hier, kann ja nicht in meine ganzen Maschinen hier reinstellen, dann können wir uns hier nicht mehr drinnen bewegen. Versuch hier mal mit dem Drescher reinzufahren, wenn du was reparieren willst. Wenn hier alles voll steht, hast du ja keinen Platz. Ja, gut, hast du recht, okay. Ja. Eben dachte, dass unsere Augen kaputt sind. Wieso? Irgendwie. Na, gesehen, das ist ein kleiner Elektrotruck mit einem 2-Tonnen-Gewicht vorne dran, wo die Rahmen ja normalerweise durchbrechen würden. Also keine Ahnung, was ich da mit den Augen hatte. 2-Tonnen-Gewicht und hinten riesen Streuer dran. Aha. Das kann nur Kevin gewesen sein. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Du wirst ihn auf den richtigen Pfad bringen. Denn, Das will ich hoffen. wie sieht's aus? Hast du was rausgekriegt? Prüfung? Können wir es hier machen Ja, oder? nein, die müssen da drüben gemacht werden im unbekannten Bereich. Also auf Felsbrunnen, ja. Ach, guck mal da. Wenn du vom Teufel sprichst, dann kommt er. Scheißen gleich zusammen. Ah, ist er. Kevin, Hä? komm mal her. So. Sag mal, du hast ein 2-Tonnen-Gewicht dran gehabt an dem kleinen Rigi. Musso. Was muss so? Und dann hinten noch den Streuer dran. Es war doch verstärkter Rahmen. Ja, für uns ist das ja gut. Wir verkaufen gern neue Schlepper. Aber wenn die erst Ich 3 Wochen alt sind, wollte gerade sagen. das so lohnt. Also bitte, ich kann kein Geld kacken und du auch nicht. Von daher, meine Lieben, Genau. schönen Montagabend noch. Wir sehen uns dann Dienstag bei einer weiteren Folge mit den beiden drei Jungs und von daher, ich wollte jetzt erst sagen mit den drei Bekloppten, aber naja, wir sind ja zu viert. Also Hier und werden noch viel bekloppter mit noch mehr Leuten. oh ja, und lasst euch überraschen, da Ja, wird noch so genau. einiges kommen. Tschüss. Bye bye und Macht's gut. Tschüss.